Arbeiten am Düsseldorfer Schauspielhaus sind fast abgeschlossen. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Eröffnung feiert die Stadt Düsseldorf ein großes Fest mit 3 Premieren und einem 2-wöchigen Festprogramm. Zu diesem Anlass können bereits viele Erneuerungen der Sanierung und Modernisierung des Gebäudes entdeckt werden. Generalintendant Wilfried Schulz freut sich, dass die Sanierungsarbeiten an seinem Theater bald abgeschlossen sein werden. Naja, das ist natürlich toll. Also ich gehe jeden Tag 2-mal durchs Haus und gucke, was sich alles tut im Moment noch. Und jetzt in den letzten Wochen geht es wirklich schnell voran. Und die Arbeiten in den öffentlichen Bereichen, also im Foyer, Restaurant, Kantine etc., werden weitestgehend abgeschlossen sein. Da sind da noch mal ein paar Steinchen zu setzen etc. Aber man wird einen Eindruck haben, wie es geworden ist. Mit der Sanierung wurde auch eine Modernisierung des nun 50 Jahre alten Gebäudes vorgenommen. Schulz ist zufrieden mit den Änderungen. Ich mag es sehr, gerade diese Mischung zwischen würdevollen Umgang mit dem Gebäude von V und doch setzen einigen neuen Akzenten. Das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Christoph Ingenhofen war mein frühester Gesprächspartner für das ganze Projekt. Und mit ihm ist wirklich zusammen vieles gedacht und ausgedacht worden. Er hat vieles angeregt, wir haben vieles angeregt. Und er war immer mein engster Partner und wir haben zusammen gesessen und haben es auch geschafft, während der Bauphase friedlich, freundlich miteinander umzugehen und haben, glaube ich, allen Grund, jetzt auch gemeinsam stolz zu sein. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des Schauspielhauses am Gustav-Gründgens-Platz werden die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer nun endlich die Möglichkeit haben, das Gebäude in neuem Glanz zu sehen.